Hallo, liebe Zuschauer, wir sind auf dem Weg nach Oma. Ja, die Oma, die hat gestern anrufen lassen, wo wir denn bleiben würden. Ja, wir sind bestimmt jetzt schon 3 oder 4 Wochen nicht mehr da gewesen. Ihr kennt ja das Thema Auto. Das ist aber Gott sei Dank jetzt abgeschlossen. Wir sind jetzt auch mit dem neuen Wagen unterwegs. Da haben wir natürlich spontan gesagt gestern, ja, wir kommen heute. Ist ja süß, dass die Oma uns nicht vergessen hat und ja, es ist ja unsere Oma alle. Wir waren gerade noch kurz einkaufen, haben ihre Lieblingsgerichte eingekauft und mal gespannt, was sie jetzt gleich sagt, wenn wir mit dem neuen Wagen darüber kommen. Heute haben wir wieder strahlenden Sonnenschein. Aber das habt ihr ja in Deutschland mittlerweile auch. Wir haben jetzt 31 Grad. Und das ist ja der Weg nach Oma. Ja, das Gras ist so hoch, dass wir ja die Außensensoren jetzt ansprechen. Aber mit dem Gras einen Unfall zu haben, da sind ja keine schwerwiegenden Schäden am Auto. Ja, wir sind bis jetzt sehr zufrieden hier mit dem Wagen. Ist ein ganz anderes Fahrgefühl natürlich, alleine von der Sitzposition. Man sitzt sehr hoch, man hat eine gute Übersicht und das ist das ideale Reisefahrzeug auch. Ja, Oma hat Besuch. Da ist unsere Oma. Ja, und da die Scheibe vorne total verdunkelt ist, wird sie auch uns nicht sehen. Ich bitte. Die muss natürlich als erstes da sein. Oh, da ist ja wohl was passiert. Da bin ich mal gespannt. Oh. Sabadi Cup. Ah, sie hat Lebensmittel gerade bekommen. Da war der junge Mann da. Jetzt möchte ich natürlich hören, was da passiert ist. Oh. Erzählt wahrscheinlich jetzt gerade, dass wir ein neues Auto gekauft haben. What was happened here? The wind is big wind that come take the roof off. Really? She's scared, she said. Ja, habt ihr das gerade mitbekommen? Ein Dach ist weggeflogen. Es war ein starker Wind hier. Nichts mit Kokosnuss. Die Solarpanel ist hier runtergefallen. Das ist ein neues Dach hier. Und ja, das muss ich jetzt zumindest drauflegen. Und nächste Woche muss ich die Leiter mitbringen. Immer was Neues bei Oma. You see this one? Yeah. Yeah. Ja, das sieht so aus, Secondhand Blech. Die Unterseite ist also noch verzinkt und obendrauf ist es noch verrostet. Das haben sie irgendwo zusammengekramt. Die Seite, die linke Seite, ist ja komplett neu gemacht worden. Da ist ja vor 2 Jahren oder 3 Jahren, da ist ja auch hier Dach weggeflogen. Da hat aber die Gemeinde Geld zusammengelegt. Ich meine, der Bürgermeister sagte, 65.000 Baht hat das gekostet. Sie brauchte nichts zu zahlen, das hat die Gemeinde bezahlt. Ja, ich muss jetzt versuchen, dass ich irgendwie das da oben drauf legen kann. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo hier eine Trittleiter oder sowas finde. So,
Dann schauen wir mal, ob wir da oben dran kommen. Dann klappen wir das ein. So, das war's schon. Dann müssen wir nächstes Mal richtig festmachen. Oma zeigte mir gerade, dass da was nicht in Ordnung ist mit der, sag ich mal, Gehhilfe in der Küche. Da hat sie was mit Draht zusammengebunden. Mal sehen. Ja, hier ist das Übel. Was ist passiert? Da war jemand da und hat den Behälter mit Wasser aufgefüllt und der hat das abgemacht und nicht mehr verknotet. Und dann hat die Oma das mit dem Draht festgemacht. Da mache ich jetzt hier am Ende so eine Öse, die kann sie dann oben drüber tun. Und wenn der Kerl nochmal da ist für das Wasser, dann kann der das also auch da wegnehmen. Außerdem hat hier jemand mit dem Draht das hier nach da hinten festgemacht. Ja, hier unten im Fundament, das ist also bescheiden. Ich glaube, das ist gerade 1 Zentimeter. Das Fundament, normalerweise müsste ich das auspicken und Beton reinbringen, damit das richtig stabil ist. Ja, ist ein bisschen lose. Da muss der Florian sich was einfallen lassen. So, wir haben hier Weintrauben mitgebracht. Aber Oma kann schon erzählen, wenn was ist. Ja klar, wenn die Hütte wegfliegt fast. Hier hinten sieht man auch, die hängt das auch runter. Das Gesicht von Oma. Not good? Ich glaube, das muss erst noch hergestellt werden, was für die Oma süß ist. Ist alles sauer. Aber sie hat die Gehhilfe jetzt da stehen. Ja, schon mal ein Erfolg. So, da muss ich mir jetzt notieren, dass ich da eine Öse oder einen Haken mitbringen muss. Nächstes Mal nach Oma muss man gucken, wo wir einen freien Termin haben. Nächste Woche sieht es wieder schlimm aus. 2x Kaffee trinken nächste Woche. Ist angemeldet. 90-Tage Meldung. Ne, 3x habe ich Kaffee. Ach ja, nächste Woche Samstag können wir dann nochmal kommen. Dann muss ich nochmal probieren. Ein bisschen. Da. Ein bisschen sauer sind sie aber. Ja, wo wir jetzt das Thema beendet haben im Wagen, wenn wir uns jetzt wieder den sozialen Dingen zuschreiben. Wir haben ja noch die Großfamilie. Die Großfamilie war letzte Woche bei uns und hatte mich darum gebeten, den, ich glaube, 5.000 oder 7.000 Watt war es gewesen, zu geben, weil sie Kokosnüsse einkaufen wollten, die dann trocknen und anschließend weiterverkaufen. Habe ich aus dem Spendengeld, habe ich also das Geld rausgenommen. Da will ich mich mal umschauen nächste Woche, was aus dem Geld geworden ist. Die Enten, die haben sie sich ja angeschafft von dem Geld, was ich denen davor gegeben habe. Ja, also Geld haben wir jetzt erstmal genug. Dankeschön. Ja, wenn die Oma uns gerne haben möchte, dann geht sie hier nach nebenan. Oder wenn die Frau, die kommt da jeden Tag, um Lebensmittel zu bringen oder auch danach zu gucken, wie es mit ihr geht. Dann hat sie wohl an die Nachbarn gesagt, ruf die mal an. Hier oben hängt ja auch die Telefonnummer am Kühlschrank von Pitti. Da hatte die gestern die Nachbarin angerufen. Ja, wo bleibst du denn? Du bist ja schon so lange nicht mehr hier gewesen. Ja, das wussten wir. Aber wie also feststand eigentlich, dass der Wagen verkauft ist, da wollte ich also damit also nicht groß rumfahren. Denk mal nicht, dass es jetzt gerade hier um die Ecke ist, wo die Oma wohnt. Wir müssen also gut 40 Minuten fahren. Das ist unten im südlichsten Zipfel von der Insel.
Also ist nicht mal hoppla hopp, da können wir immer gleich so 3 Stunden einplanen, wenn wir hier nach Oma kommen. Ja, da hinten ist die Pitti, die hat jetzt die Weintrauben sauber gemacht. Die sehen ja lecker aus. Not lecker, sauer. Dann essen wir der Oma jetzt mal die Weintrauben weg. Er schüttelt es einem. Dann kriegt er den. Hat man leichte Schütteln, wenn man da reinbeißt. Ja, was ist jetzt mit dem Auto geplant für die Zukunft? Im November steht schon mal fest. Auf jeden Fall für eine Woche an die Westküste zu fahren, also zum Indischen Ozean hin. Da ist eine Inselgruppe, da ist der Ralf eingeladen mit der Mona und wir sind auch eingeladen vom Management. Ich glaube, das gehört denen auch. Da ist also so eine kleine Inselgruppe, da sind einige Bungalows drauf. Da werden wir so 2 Nächte bleiben. Wir werden Cem wieder ins Hotel bringen. Und auch noch eine andere Insel besuchen, das steht auf jeden Fall fest. Aber die große Reise ist ja für uns im Dezember. Ganz hoch Bangkok, Rayong und die umliegenden Bezirke. Ja, das sollte nur ein Kurzbericht sein. Wie gesagt, wir sind angerufen worden von Oma, wir sollen mal vorbeikommen. Und wir sagen hier den Tschö. Okay, tschüss. Tschö. Tschüss. Tschö. Oma ist vorsichtig mit dem Winken.